Hallo und herzlich willkommen zu der kühne knappe Teil 6. Ja, mittlerweile sind wir schon echt gut vorangekommen. Wir sind immer noch im Sumpf, also das vierte Kapitel ist wohl bisher das deutlich längste. Und wir kommen jetzt wieder raus. Oh krass. Um hier irgendwas zu machen, und hier hat sich ja echt richtig viel verändert. Oh krass, hier ist eine Karte. So eine Magic-Karte, das sowas in die Richtung. Das ist ja cool. Oh nein, und die ganzen Begriffe von der letzten Folge sind weg. Hey, ich habe die alle hier rausgeholt. Und jetzt sind alle weg. Was ist denn das? Das ist ja gemein. Ich muss mal kurz... Oh, ich kann gar nicht umblättern. Interessant. Vielleicht... Ah, okay, vielleicht ist ein neues Kapitel oder so. Wobei, das stand nicht dran. Ups. Das heißt, jetzt müssen wir uns hier mal ein bisschen vorankämpfen. Wird auch Zeit. Es scheint jetzt zum ersten Mal... So zu sein, dass wir jetzt wirklich draußen richtig was machen können. Das heißt, wir gucken uns nochmal hier kurz um. Können sogar die Bäume kaputt hauen. Kriegen das sogar. Da sogar Glühlampen. Krass, ja. Wie geht's, wie steht's? Ich bin's, Minibart. Oder ganz offiziell mein sprechender Minibart. Ich bin ein Spielzeug, das von Minibart aus dem Buch Der kühne Knappe inspiriert wurde. Ist alles total Meta, aber meine Tipps sind echt toll. Du suchst nach einer Fernkampfwaffe, also... Es gibt da eine Elfenkriegerin, die eine hat. Sie lebt in einer Spielkarte, du findest sie oben. Ach ja, und wenn sie Pfeile auf dich feuert, nimm es einfach nicht persönlich. Oh krass, okay, das heißt, wir kriegen wirklich einen Bogen oder so, oder eine Armbrust. Das ist eine richtige Fernkampfwaffe, wo wir die wohl einsetzen. Wobei LB und RB sind auch tatsächlich gar nicht verwendet. Das heißt, vielleicht da. Vielleicht ja da. Ich frage mich, ob die Uhr stimmt. Also sie läuft auf jeden Fall nicht. Aber so Viertel nach vier könnte schon sein, gell? Oh, da spielt Lisbeth. Chad, so treffen wir uns wieder. Leider scheint Gefahr am Horizont aufzuziehen. Unerwünschte Gestalten aus dem Sonettsumpf haben sich aus dem Buch gelöst. Doch immerhin scheinst du diesmal passend ausgerüstet zu sein. Ja, ich kämpfe jetzt nimmer mit gar nichts, sondern mit Schwert. Beseitige diese Wirbellosen, unverzüglich. Wie die mir voll die Ansagen macht, was ich zu tun und zu lassen habe, das stört mich so ein bisschen, dass mir so eine kleine Raupe da meint, dass die mir das sagen kann. Was wohl das Sam sagt, wenn er die ganzen Viecher plötzlich sieht? Hey, listen! Gibt er ihm auch Hilfen oder kann man mit ihm jetzt echt richtig anständig reden? Wie geht's? Du musst nach oben. Das geht am besten mit einem Block, auf den du klettern kannst. Hier muss irgendwo einer sein. Ich habe ein Näschen für Plastikblöcke. Das liegt in der Familie. Okay, also gibt dir tatsächlich auch nur Tipps. Ah, da ist aber eine Belohnung. Das sehen meine Augen doch. Selbst wenn ich es nicht gesehen hätte, wäre ich da auf jeden Fall noch hin. Oh, jetzt habe ich langsam immer mehr, die ich verpasst habe. Guck mal, schon zwei. Skelettstadt. Ein frühes Konzept von Spielumgebungen. Jede Menge Skelette. Allesamt Hohlköpfe. Allesamt Hohlköpfe. Ja. Gutes Witzniveau auf jeden Fall. Da kann ich echt drüber lachen. Aua, das hat weh. Nice, da kann ich... Das finde ich ja richtig cool mit diesen Skizzen. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an Super Mario Odyssey. Weiß nicht, ob ihr das gespielt habt, aber da ist das eigentlich so ähnlich. Da gibt es auch diese zweidimensionalen Mario-Bereiche.
Oder kann man auch reinspringen. Das fand ich da auch ziemlich geil. Oh, guck mal, hier ist sogar so eine Art Gameboy. Wenn man schon davon spricht, gell? So, dann lass uns mal da reingehen. Oh krass, das ist eine Sprungfeder, ja, geil. Da kann ich in der dreidimensionalen Welt bestimmt springen. Boink. Ja, jetzt fängt sie bestimmt an zu schießen, oder? Wo ist sie denn da drüben? Oh, das ist noch ganz schön weit. Schieß bitte nicht auf mich. Ich bin ein guter Kerl. Ich bin kühner Knappe. Oh, geil. Mit einer Seilbahn, ey. Von Bild zu Bild. Ey, schon, es ist schon echt cool gemacht. Da kann man wirklich nichts sagen. Das finde ich schon richtig cool. Ich finde auch das Kämpfen okay. Also es ist jetzt... Ist jetzt nicht so großartig. Ich meine, ich habe ja davor jetzt eineinhalb Metroidvanias gespielt. Das eine habe ich unterbrochen wegen dem Spiel hier. Das Gameplay natürlich deutlich schärfer. Also es macht schon mehr Bock. Aber es ist auch hier ganz cool. Und das Spiel ist einfach richtig kreativ. Oh krass, ich kann keine Wirbelattacke machen, wenn ich das Schwert nicht habe. Macht ja auch Sinn, aber... Aber ich ziehe es auch nicht zurück, tatsächlich, das Schwert. Muss es erst zurückziehen, dann kann ich es einsetzen. Oh, jetzt geht es um die... Ja, geil. Um die Ecke. Die Kante. Was ist das da oben? Irgendwie ist eine Kanone oder kann man das so ein Ding zum Drehen, wo man dann irgendwas drehen kann? So ein Ding zu drehen, wo man irgendwas drehen kann. Keine Ahnung, wie die heißen. So eine Art Winde, wo man dann eine Zugbrücke hoch oder runter lässt oder so. So sah es ein bisschen aus. Aber die fällt schon von, oder die Tür fällt von selber. Oh, da ist wieder eins. Das sind Gegner, schätze ich mal. Ideen für Gegner 1. Manchmal ist es nützlich, einfach jede Menge Gegner zu zeichnen, ohne groß darüber nachzudenken, wie sie eingesetzt werden. Anschließend kann man sich die aussuchen, die einem gefallen. Scheint eine ziemlich coole Idee, das so zu machen. Aber das kann man halt echt nur machen, wenn man kreativ, coole, verschiedene Arten von Gegnern zeichnen kann. Also wenn man das drauf hat. Schon krass, das hier ist bestimmt echt alles gezeichnet. Das war halt mega viel Aufwand, glaube ich. Ich lobe die schon ziemlich, gell? Aber es ist auch cool. So, wo gehe ich raus? Hier, also rechts oder links? Fangen wir mal hier an. Ah, geht's da oben weiter? Guck mal, bestimmt. Hallo? Hä? So. Ich wüsste gerne, ob der nur Tipps gibt oder ob der auch irgendwas anderes sagt. Okay, hier bringt es einem eigentlich gar nichts. Ich probiere es mal, aber der wird wahrscheinlich nur sagen, du brauchst diese Sprungfeder, um weiterzukommen. Also gut, hier ist irgendwo eine Ecke. Eine Ecke, in die etwas Federndes passt. Um die Ecke zu erreichen, musst du abbiegen. Und beim Abbiegen immer gut gucken, ja? Okay. Hä, aber... Also ich verstehe... Okay. Jetzt mal ganz ehrlich, das kann man ja nicht wirklich übersehen, oder? Diese Ecke... Ich meine, es leuchtet so arg. Eigentlich schon ziemlich obvious, finde ich. Naja. Naja, wir sind eine Stufe weiter. Sind fast beim Bogen oder bei der Armbrust. Ich glaube, es ist ein Bogen. Also Elfen schießen ja normalerweise nicht mit einer Armbrust.
Oh oh, das heißt, heißt hier den Blöcken ausweichen, oder? Kommen die aus der dreidimensionalen Welt? Nee. Alovina Elfenwaldläuferin, die mächtige Waldläuferin, harrt ihres nächsten Gegners. Sieht sogar ziemlich cool aus. Was ist das? Noch ein Eindringling. Ich sehe das diebische Funkeln in deinen Augen. Ob das wohl ein Bosskampf wird? Aha! Gucken wir mal, ob es ein Bosskampf wird. Müssen wir wieder hier mit den Fäusten kämpfen, oder was? Zeig mir, was du drauf hast, Schurke. Okay, ist ein Minispiel. Kämpfen, reden, verteidigen. Oh krass, das ist wie Pokémon, oder? Das ist ein Pokémon-Kampf. Reden. Chad versucht mit Alovina zu reden. Jetzt ist nicht die Zeit der Worte, sondern des Kampfes. Verteidigen. John nahm eine defensive Haltung ein. Okay. Wie gefallen dir die Spitzen dieser Pfeile, Schurke? Okay, ich greife mal an. Schlag oder Stich? Schlag. John setzt Schlag ein. Okay, es hat nichts gebracht. Pfeilhagel. Zweifellos bereust du die Verstrickung mit einer Elfin des Waldes. Stich. Oh oh, ich krieg voll auf den Sack, oder? Die Feder in deiner Mütze zittert vor Furcht, Schurke. Ich verteidige mich nochmal. Hä, aber wenn ich nicht angreife, dann kann ich es ja vergessen, oder? Die kriegt voll wenig Schaden. Ich krieg voll viel. Ich krieg voll auf den Sack. Hä, was mache ich denn? Du wirst den Gesang meiner Pfeile nicht so bald vergessen. Ich kann aber halt auch nichts anders machen, glaube ich. Jennifer. Okay, ich unterhalte mich nicht mit Schurken. Ich meine, wenn ich mich verteidige, kriege ich halt weniger Schaden, aber es bringt mir halt nichts, oder? Ich verliere. Vielleicht ist es mein erster Death. Oder es ist... Ah, okay. Es ist so gewollt. Lisbeth. Chad, ich bin es. Lisbeth, der Bücherwurm. Du scheinst in einer äußerst misslichen Lage zu stecken. Ja, das würde ich auch sagen. Warte, ich beliebe dich wieder. Das ist nett. Lisbeth wirkt ein Zauber. Chad fühlt sich plötzlich prächtig. Deine Lebenskraft ist aufgefrischt. Auch dein Angriffsvermögen wurde aufpoliert. Leider war das ein Einmalzauber, Chad. Mehr Leben kann ich dir nicht einhauchen. Boah, ich hätte einfach zuschlagen sollen. Der Ausgang dieses Scharmützels obliegt nun allein dir, kühner Knappe. Ich hätte einfach draufhauen sollen, gell? Diese Hexerei ändert gar nichts. Ich werde dich ein für alle Mal besiegen. Kämpfe weiter. Wuchtschlag, flinker Stich. Zack. Alovinas Angriff verfehlte. Du bist anscheinend etwas zäher, doch du wirst meinen Pfeilen erliegen. Flinker Stich. Ja, okay, jetzt ist es, würde ich sagen, easy. Immer noch. Widersetzt du dich, Eindringling. Wirkte ein Schutzzauber. Ihre Abwehrkraft stieg an. Boah, das ist so schnell weg, hey. Ich werde diesen Elfenbogen eher zerstören, als sie dir zu geben. Die Elfen lassen nicht zu, dass ihre Waffen bösen Zwecken dienen. Das kannst du deinem Meister ausrichten. Wie war sein Name noch? Ach ja, Krummweil. Hallo, sehe ich aus, als würde ich im Krummweil dienen? Chad, hast du das gehört? Sie scheinen dich irrtümlich für einen Gehilfen Krummweils zu halten. Du musst mit ihr reden, Chad. Erzähl ihr die Wahrheit. Ich glaube, ich kann ihren Zauber kopieren, um uns Zeit zu verschaffen. Lisbeth wirkt einen Schutzzauber. Chads Abwehrkraft stieg an. Und nun lass es uns zu Ende bringen. Krummweil ist nicht mein Meister. Lass uns aufhören mit dem Gekämpfe. Krummweil ist nicht mein Meister. Du erwartest, dass ich das glaube? Das hoffe ich doch. Ehrlich, Krummweil ist mein Feind. Dein Feind? Was meinst du damit?
Meine Mission ist es, ihn zu besiegen. Ich versuche, seine schändlichen Pläne zu vereiteln. Meine Mission ist es, ihn zu besiegen. Du meinst, du bist nicht sein Handlanger? Ganz gewiss nicht. Chad ist ein Verteidiger seines Landes, der den niederträchtigen Krummweil besiegen und sein Unheil aufhalten wird. Oder will, nicht wird. Tatsächlich? Zugegeben, jetzt, wo ich ihn näher betrachte, wirkt sein Gesichtsausdruck etwas heldenhafter. Ach was. Finde ich so cool. Die Zeichenstile passen einfach überhaupt nicht zueinander. Sie sieht halt viel detaillierter gezeichnet aus als Chad. Aber das ist irgendwie cool, weil es so gut zum Spiel passt. Alovinia, wir entschuldigen uns von ganzem Herzen für die herbeigeführte Störung. Wir suchen eine Waffe, die uns hilft, Krummweils Chaos zu beseitigen. Dein Elfenbogen schien in dieser Hinsicht sehr förderlich zu sein. Doch uns lag es fern, in euren Wäldern für Aufruhr zu sorgen. Ich habe mich entschieden, ich werde dir den Elfenbogen leihen. Jeder Feind Krummweils ist ein Freund von mir. Jetzt erkenne ich die Aura des Guten um dich herum, Chad. Sie leiht in mir, als ob wir jemals zurückkommen. Du erhielst den Elfenbogen. Hervorragend! Ah, ziemlich cool, also sowas gefällt mir. Wenn der Bogen dir Beistand geleistet hat, wird er von selbst in diese Wälder zurückkehren. Okay, das heißt, ich leihe ihn echt nur. Viel Glück bei deiner Mission, junger Chad. Unser Kampf war äußerst anregend. Du hast den Bogen. Wir waren ein gutes Team, findest du nicht auch, Chad? Ja, ich finde, du hast mir echt ganz gut geholfen, Lisbeth, muss ich echt sagen. Also anscheinend haben Krummweils Kräfte es geschafft, dein Buch zu verlassen. Das verheißt nichts Gutes. Hier, spring in diese Haftnotiz. Dann kannst du nach unten auf den Schreibtisch und zurück in dein Buch. Wie kann ich den Bogen schießen? Das würde mich erstmal interessieren. Gar nicht bisher, wie es aussieht. Ne, Haftnotiz. Was passiert jetzt? Hä? Ah, okay, krass. So eine, auch eine Art Teleporter vielleicht. So, dann zurück ins Buch und mal gucken. Da bin ich wieder, Freunde. Ich habe einen Bogen dabei. Chad, willkommen zurück. Hast du, wonach du gesucht hast? Na klar. Die Frage ist, wie setze ich den ein? Das ist die große Frage. Na bitte, Junge. Gib's ihnen. Okay. Mücken. Mücken. Oh oh. Boah, krass. Chad machte den Elfenbogen bereit. Es wurde Zeit, seine Kräfte zu erproben. Was für Oberarme er wieder hatte, ey. Wie muskulös er da ist. Oh, krass. Kann ich das irgendwie aufladen? Oh ja, dann stärker bestimmt. Er trifft nicht so weit, hä? Ja. Ja, geil, ey. Was passiert, wenn ich ihn nicht abschieße? Lass mal einen stehen, oder? Oh, der sticht mich. Aber explodiert dabei. Chad spannte den Bogen so weit er konnte. Und schoss der Kreatur mitten ins Auge. Mitten ins Auge. Pang. Pang. Das ist echt ganz witzig. Also klar, das sind natürlich nur kleine Minispiele, aber trotzdem, das alles ins Spiel reinzumachen, ist schon geil. Und Herz. Schießen ab. Nein. Puh. Schnell schieß. Nein. Oh. Oh, oh, das hat jetzt gerade echt weh.
Das wäre jetzt echt peinlich, da nochmal zu sterben. Da nochmal besiegt zu werden. Aber nein, bisher völlig unbesiegt. Sehr gut. Das war auch cool, ey. Der kühne Knappe hatte die Mücken zerquetscht. Wir danken euch aus tiefsten Molluskenherzen. Aber das waren wohl nicht die letzten Insekten. Weiter voraus sollte noch mehr sein. Es heißt, ihr Anführer sei ein Riesenviech mit blitzenden Augen. Behaltet eure Sinne beisammen, Abenteurer. Und viel Glück. Knapper, Knapper. Du bist ein echtes Juwel, Junge. Solche Kühnheit habe ich noch nie erlebt. Danke sehr. Das ist unglaublich, was für eine Kühnheit. Das wird eine Geschichte. Unser Haus vom kühnen Knappen gerettet. Den Nils. Du hast sie verjagt. Du bist wirklich gut. Strophe. Ihr seid in der Kröte- und Schielerstadt Schleimer angekommen. Einem netten, friedlichen Ort. Zumindest war er das. Das heißt, das ist er nicht mehr. Verstehe ich das richtig? Okay. Gucken wir nochmal ganz kurz. Ah, da können wir mit allen nochmal reden, oder? Ist das etwa der berühmte kühne Knappe? Welch unverhoffter Besuch. Wir haben all deine Bücher gelesen und waren gefesselt von deinen Abenteuern. Wir selbst suchen nur selten das Abenteuer. Als Schnecken, meine ich. Ich bin mal in ein Loch gefallen. Ah, aber das ist wohl nichts im Vergleich zu deinen Erlebnissen. Du beschreibst sie so mitreißend. Ich bin ein großer Fan deiner Werke. Vielleicht könntet ihr uns helfen? Die fürchterlichen Krabbler wüteten umher und stahlen Werke, die wir lieben, ach so sehr. Nämlich die gesammelten Werke von Kliebrich Schieler in zwei Bänden. Kühner Knabe, bitte besiege die Insekten und bring uns die beiden Bücher zurück. Schneckenfreunde, wir übernehmen die Sache. Überlasst das ruhig uns. Na klar, überlasst das ruhig uns. So, aber jetzt gucken wir erstmal, ob es hier noch was Schickes für uns gibt. Sprungangriff zu teuer. Schwertschadenaufwertung 2. Da sehe ich mich, oder? Schwertschaden ist das, was wir am ehesten brauchen. Rollbild lassen wir uns noch raus. Weitere Gegner? Der kleine Schweinegegner hier entwickelt sich schließlich zur Figur der Radiergrundsis in Artia. Die Radiergrundsis. Ah. Und dann noch Schwertschadenaufwertung 2. So. Dann würde ich sagen, ist das doch ein guter Moment, um aufzuhören. Und morgen lösen wir das Rätsel hier. Ich finde es übrigens jetzt echt cool, dass wir schon doch einige Folgen in Kapitel 4 sind. Also wir haben hier für die ersten 3 Folgen haben wir 3 Kapitel durchgespielt. Sind jetzt aber auch wieder seit 3 Folgen in Kapitel 4, dass es ein bisschen länger geht. Das wäre nämlich schade, wenn es so ultraschnell vorbei gewesen wäre. Aber schauen wir mal, ob vielleicht Kapitel 5 dann wieder kürzer wird. Vielen Dank fürs Zugucken, macht's gut, haut rein und tschüss.